und herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Pokalspiel in der ersten Hauptrunde gegen den 1. FC Union Berlin. Ich begrüße unseren Geschäftsführer Max Kotny und unseren Cheftrainer Peter Ruhmann. Peter, starten wir direkt rein. Wie sieht es mit dem Personal aus fürs Spiel? Wie siehst du den Gegner? Was für ein Spiel erwartest du? Guten Morgen zusammen. Also vorneweg, nach wie vor sind Langzeitverletzten Buba Berry, Iomis Kintu, Furkan Zorba und Bastimay im Aufbautraining. Da sind die Fortschritte so, dass sie hoffentlich dann in den nächsten Wochen dann auch wirklich ins Training einsteigen können. Was natürlich euch interessiert, der Mergi Mavrai und Moritz Römling, die krankbedingt ausgefallen sind, sind beide voll im Training, haben es überstanden und oder die Krankheit überstanden und trainieren voll mit. Gesundheit, Max. Und Selecan Zarare hat gestern auch Teiltrainings gemacht, hat immer wieder ein bisschen Probleme mit seiner Prellung. Da muss man einfach abwarten, wie sich die nächsten Tage die Situation bei ihm entwickelt und ob er dann wirklich auch 100% am Sonntag gehen kann. Ansonsten, ja, was kann man zum Union Berlin sagen? Letztes Jahr überragende Saison gespielt, 7. Platz, 50 Punkte geholt, haben auch richtig guten Fußball gespielt, sehr effektiv, sind sehr variabel, was Grundsysteme, Grundordnung angeht. Können Dreierkette, Viererkette spielen, ist eine Mannschaft, die über hohe Qualität verfügt und für uns ist es eine große Herausforderung, gegen so einen Gegner spielen zu dürfen. Vielen Dank dir. Dann würde ich direkt zu euren Fragen kommen. Bitte Handzeichen, wer anfangen möchte. Sonst einfach entstummen und anfangen. Ja, Matthias, ich glaube, du hattest dich gemeldet. Ja, hallo, servus in die Runde. Yes. Herr Trainer, wie groß wäre denn der Stellenwert, wenn man denn die Überraschung schaffen würde und Union Berlin aus dem Pokal kegeln könnte? Ich rede gerne darüber, wenn was wäre. Ich würde sagen, dass insgesamt einfach der DFB-Pokalstellenwert einfach sehr hoch ist. Es ist ein Wettbewerb, wo alles machbar ist, wo sich vermeintlich kleinere Gegner mit den ganz Großen im deutschen Fußball messen können. Und das ist natürlich eine sehr reizvolle Aufgabe. Und wie gesagt, wir haben unseren ersten Teilziel mit dem Einzug ins DFB-Pokal geschafft und jetzt wollen wir versuchen, einfach auch die nächsten Schritte im DFB-Pokal zu machen, weil es ist schon was Besonderes, wenn man Bundesligist bei uns hier in München begrüßen darf und sich auch mit ihm auf dem Platz messen kann. Ja, ich glaube, Julian, du meldest dich. Ja, genau, Julian Wolf, hallo Trainer, grüße Sie. Wie sehen Sie insgesamt die Entwicklung der Mannschaft, seitdem Sie jetzt mit der Mannschaft arbeiten? Gab ja viele Abgänge, viele Zugänge. Wo sehen Sie vielleicht noch Luft nach oben und mit was sind Sie generell, unabhängig vom Spiel jetzt am Wochenende, mit was sind Sie generell schon zufrieden? Danke. Also ich finde es, dass in den paar Wochen, wo die Mannschaft tatsächlich jetzt zusammen ist, hat sich wirklich eine Einheit gebildet, wo die Jungs so wie von außerhalb, aber auch diejenigen, die letzte Saison schon da waren, zueinander gefunden haben und sich natürlich dann mit jeder Trainingseinheit immer besser kennenlernen. Ich glaube, im Vergleich ersten, zweiten Spieltag haben wir schon auch Fortschritte nach vorne gemacht, wo wir dann auch bessere Ballbesitzphase hatten, wo wir auch den Ball besser laufen lassen haben. Für uns geht es darum, einfach wirklich die Herausforderung jetzt im DFB-Pokal als nächsten Step in unserer Weiterentwicklung zu sehen und auch anzunehmen und sich mit wirklich einem sehr guten Gegner aus der Bundesliga zu messen. Ja.
Ja, Jakob. Ja, servus, Jakob Öster, CZ auf künftig gute Zusammenarbeit. Jetzt hat Union im letzten Test gegen Athletic Bilbao 2-1 gewonnen. Wie groß ist da der Respekt, wenn die so eine Aufgabe schaffen, auch ohne Max Kruse und Cedric Teuchert noch? Und wie wollt ihr das generell angehen gegen die Unioner? Ja, ich glaube, wenn wir als Drittligist gegen Bundesligist spielen, dann ist klar, dass wir respektieren einfach, was sie geleistet haben und nicht nur jetzt das letzte Wochenende gegen Bilbao, sondern auch die komplette letzte Saison. Also wie ich schon gesagt habe, das ist eine sehr starke, homogene Mannschaft, die diese Variable spielen kann und ich glaube, das macht die Aufgabe für uns umso schwieriger. Ich finde es einfach, dass es wichtig sein wird, einfach, dass wir aktiv sind, dass wir mutig sind, dass wir uns auch Sachen auf dem Platz zutrauen und dass wir einfach vielleicht den kleinen Vorteil, den wir auf unserer Seite haben, und das sind die zwei Spieltage, die wir schon gespielt haben, versuchen einfach auch dann auf den Platz zu bringen und das umzumünzen. Weitere Fragen? Ihr könnt einfach drauf losschießen. Ich glaube, das ist die einfache Variante. Ja, dann mache ich mal weiter. Am letzten Wochenende hattet ihr 830 Fans, waren es glaube ich offiziell im Stadion. Wie ist das generell? Mit wie vielen rechnet ihr jetzt? Wie sieht es mit Fans aus, Gästefans? Was erwartet ihr da? Und an den Trainer dann auch die Frage. Die Unioner sind jetzt nicht bekannt für schlechte Fans, für wenig Stimmung. Wird das nochmal was anderes als gegen Halle im Stadion? Vielleicht magst du anfangen mit den Tickets. Also wir befinden uns jetzt aktuell ja noch im Ticket-Vorverkauf. Wir haben jetzt heute früh die 2000 verkauften Tickets geknackt. Wir können, ich meine, bis zu 3500 ungefähr reinlassen. Die Nachfrage aus Berliner Seite ist sehr hoch. Es ist für uns sowieso als Türkgücü München jetzt das größte Heimspiel, was wir jetzt in der jüngeren Vergangenheit hatten mit den meisten Zuschauern. Von daher ist das schon sowieso aufregend genug. Und wenn dann aus Berlin noch viel Support für Union anreist, dann macht das, glaube ich, noch einen besonderen Reiz. Realistisch schauen wir jetzt, was die nächsten Tage noch zu verkaufen geht. Wir rechnen mit 2500 Zuschauern für dieses DFB-Pokalspiel. Natürlich auch gegen Halle, du hast es angesprochen, hätte mehr sein können. Man muss einfach bedenken, Türkgücü München ist ein sehr junger Verein. Erstes Jahr im Profifußball jetzt eigentlich, wo Zuschauer zugelassen sind. Letztes Jahr glaube ich, dass wir da schon mehr die Leute hätten mitnehmen können. Dieses Jahr muss dieser Funke erstmal wieder rüberspringen. Aber wir lassen uns da auch irgendwie nicht runterziehen von oder sowas, sondern wollen durch sportlichen Erfolg die Fans ins Stadion locken. Und da sind natürlich jetzt die nächsten zwei Wochen auch nicht ganz unentscheidend mit Union Berlin und dem TSV 1860 München. Und Peter kann das bestimmt noch beantworten, wie du das findest, wenn Union mit vielen Leuten kommt. Also ich finde es grundsätzlich überragend, wenn die Fans wieder ins Stadion gehen können, wenn sie eigene Mannschaft unterstützen können. Ich persönlich habe es früher genossen, wenn wir auswärts gespielt haben, wo die Fans uns dann auch teilweise angeschrien haben, und mich persönlich hat das früher noch auch dick mehr motiviert. Also ich gehe davon aus, wenn Union Berlin viele Fans auch mitbringt und sie werden auch laut sein, dass wir dann vielleicht auch so einen kleinen Kick dadurch bekommen und uns noch mehr quasi auf diese gewissermaßen Herkulesaufgabe auch dagegen stimmen. Kurze Nachfrage, also kann man so sehen, dass ihr das Heimspiel dann zum Auswärtsspiel machen wollt und euch dann durch die Pfiffe motiviert? Die Nachfrage, 2500 Fans rechnen insgesamt, wie viele davon dann wirklich Unioner? Wenn ich mir die aktuelle Auslastung anschaue, dann besetzt ja dieses Spiel auch Union Berlin wieder die Westkurve, und wir haben, glaube ich, aktuell 1000 Union-Tickets verkauft für den Gästebereich.
Weitere Fragen? Hallo, Florian Eckel, ARD Sportschau. Ich wollte mal fragen, Herr Roman, wie haben Sie sich denn mittlerweile so eingelebt? Gerade auch jetzt so im Zusammenleben mit Hasan Kiefer, wie ist da der Austausch? Gibt es da regelmäßig einen Austausch oder ja, hört man sich eher selten? Also ich finde es, wenn man, oder auf die Frage, wie ich mich eingelebt habe, sind zwei wichtige Punkte, die man dazu sagen muss. Das eine ist natürlich die Stadt. München ist eine sehr schöne Stadt, dadurch ist es schon einfacher. Und der zweite Punkt ist, dass alle Mitarbeiter im Verein mir das natürlich viel leichter gemacht haben durch offene Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie wir miteinander umgehen. Und inklusive auch den Hasan Kiefer, wir haben uns jetzt regelmäßig auch getroffen, wir haben uns regelmäßig uns auch ausgetauscht über die Entwicklung von der Mannschaft, über die Entwicklung von den Einzelspielern. Und ich finde solche Treffen grundsätzlich sowieso sehr wichtig, weil jede Meinung, die man sich anhören kann, bereichert mich dann auch als Trainer und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man da im regelmäßigen Austausch ist, nicht nur mit ihm, sondern auch mit Roman Plesche, sowie auch mit Max und das findet regelmäßig statt, finde ich auch richtig so. Wenn ich da nochmal kurz nachfragen dürfte, Sie sind es ja, wenn ich mir so Ihre Vita anschaue, Mainz, FSV Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Greuther Fürth, sehr doch gewohnt, es sind gewachsene Profivereine mit einer entsprechenden Infrastruktur, Trainingsmöglichkeiten. Wie schwierig ist das, so Ihre Idee vom Fußball und dem ganzen Drumherum mit den Bedingungen, die da aktuell noch bei Tempici herrschen, zu vereinen? Ja, ich finde es gar nicht schwierig, weil ich habe von Anfang an gewusst, was auch mich erwartet und ich habe die Aufgabe angenommen und von daher war das für mich eigentlich einfach von Anfang an Klarheit die Aufgabe aufgenommen, das sind die Bedingungen und ich hatte damals sagen können, nee, mache ich nicht, aber das ist genau das, was mich reizt, was mit aufzubauen, was also unterstützen, irgendwas bei der Entwicklung und ja, deswegen fühle ich mich richtig wohl hier in München bei Türkgücü. Dann von mir noch eine Frage daran anschließend, Trainer, was würde man sich denn wünschen, wenn man einen Wunsch frei hätte, eine eigene Anlage, Nahrungsleistungszentrum, andere Bedingungen und eine Stadionfrage, wenn Sie einen Wunsch frei hätten in dieser Hinsicht, wie würde der aussehen? Wenn ich einen Wunsch hätte, wenn ich einen freien Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen einfach, dass wir jetzt am Sonntag richtig geiles Spiel abliefern und uns für die nächste Runde im DFB-Pokal qualifizieren. Das sind Mädchen. Dafür muss man sehr viel selber tun. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich sagen, haben wir es hier. Gut, dann vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Max. Und das Spiel findet am Sonntag um 15.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße statt. Genau, bis dahin. Alle, die kommen, wir sehen uns dann. Sonst gerne bald wieder virtuell oder auch präsent bei den Pressekonferenzen. Dankeschön, schönen Tag noch. Danke, ciao. Danke, tschüss.